Ich lese im Namen Jesus. Amen. Aber gebt acht, dass ihr nie vergesst, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt. Haltet die Erinnerung daran euer Leben lang lebendig und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Halleluja. Baba, oh. 5, 4, 9. Je lis au nom de Jésus. Halleluja. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Oh, Jésus. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Et qu'elles sortent de ton cœur. 9, 4. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. 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 Alléluia. Amen. Awa Moïse. Here's like Moses. C'est qui d'Israël? Alléluia. Et Jean Israël. Vergisse ni. Alléluia. Amen. Alles, was ihr gesehen habt. Alles, was ihr gehört habt. Ihr sollt Gott niemals vergessen. Ihm Danke zu sagen. Moses. Ich will nur die Israeliten daran erinnern. Vergiss niemals Gott. Meine Geschwister. Wir sind neues Jahr eingelangt. Vergiss Gott nicht. In deinem Leben. Moses. Sag zu den Kindern Israel. Vergiss Gott nicht. Du kannst essen. Du kannst trinken. Du könntest Gott vergessen. Du kannst vergessen, Gott nein, danke zu sagen. Wenn du morgen aufstehst, sag Gott danke. Du gehst raus. Du gehst nach Hause. Sag danke Gott. Du bist sagen, vergiss Gott nichts. In diesem Land, wo ihr seid, ihr könnt essen haben. Ihr könnt trinken haben. Vergiss Gott niemals. Ich muss sagen, wir Gott niemals vergessen. Wir sind neues Jahr. Wir können vielleicht Gott vergessen. Vielleicht in diesem Land kommst du nicht. In der Gemeinde Dienstag kommst du nicht. Freitag kommst du nicht in Gebet. Sonntag kommst du nicht in der Gemeinde. Halleluja. Amen. Du hast Gott vergessen. Zu Hause auch. Du hast auch vergessen zu beten. Wir vergessen Gott oft. Moses. Sag zu den Israeliten.
Vergiss Gott niemals. Und seine Gesetze. Vergiss Gott niemals. Schreib diese Gesetze in eure Häuser. Das heißt, schreibe für eure Kinder und nächste Kinder. Auch wir heute. Wir sollen unsere Kinder niemals vergessen, ihnen zu lehren das Wort Gottes. Amen. Auch wenn wir nicht mehr da sind, wenn wir sterben, unsere Kinder, die werden immer noch mit der Bibel laufen. Die kommen in die Gemeinde. Weil ihre Väter haben den Wort Gottes gezeigt. Unsere Väter haben uns gezeigt. Halleluja! Amen. Halleluja! Amen. Schon als kleine Kinder beginnen, die kommen in die Gemeinde. Wir. Es gab bei uns zu Hause. Wenn du nicht in die Gemeinde gehst, du isst nicht sogar. Also wenn die Kinder mussten in die Gemeinde gehen. Also früher, ich musste, wenn wir nicht zu Hause in die Gemeinde gehen, das ist dieser Sonntag, bekommst du nichts zum Essen. Das heißt, Vater, du Vater, ihr seid Feinde, wenn du nicht in die Gemeinde gehst. Sogar deine Schlafen. Du gehst in die Fenster rein, damit der Vater dich sieht. Wenn der Vater dich sieht, du hast die Gemeinde geschwänzt. Er sagt, warum hast du die Gemeinde geschwänzt? Du wirst schlagen, wenn du nicht in die Gemeinde gehst. Wenn du die Menschen hingerichtet hast. Warum waren die Väter so zu uns? Die wollen, weil wir wissen, das Wort Gottes. Halleluja! Amen! Wir dachten, es ist Spaß oder es soll nicht stören. Aber die Väter wollten, dass wir das Wort Gottes wissen. Deswegen waren Menschen diese Autorität, die Väter sind zu uns gekommen. Wenn du nicht in die Gemeinde gingst, die Väter haben dich ja, die müssen dich korrigieren. Das ist Sonntag. 7 Uhr morgens. Ich habe mich angezogen, eingekleidet. Der erste war in die Gemeinde als kleines Kind. Ich trinke. Ja, und denke immer schnell, schnell, schnell. Ich gehe in die Gemeinde, schnell, schnell. Weil ich weiß, wenn ich nicht gehe. Halleluja! Amen. Amen. Diese Gedanken, seit ich weiß, bis heute, wenn Sonntag ist, ich mache meine Kleidung fertig, ich mache alles fertig, alles mit Bibel fertig, schnell gehe ich in die Gemeinde. Wenn dies ist schon Gewohnheit, es ist schon in mir drin, in die Gemeinde zu gehen. Halleluja! Auch wir müssen unsere Kinder weiterbringen. Das ist Moses. Vergiss Gott nicht. Halleluja! Vergiss niemals Gott zu danken. Vergiss nicht Gott Danke zu sagen. Heute ist der Sonntag. Guck mal, wie viele Tische heute leer sind heute. Stühle. Amen. Viele haben vergessen, heute ist der erste Sonntag, wo sie sind zu Hause. Um Gott heute zu danken. Will lieber zu Hause sitzen. Aber will nicht in die Gemeinde Gottes gehen. Halleluja. Amen. Was sagt uns die Bibel? Lukas. Lukas 17, Vers 15 bis 19. Halleluja. Viele vergessen das. Die Bibel sagt uns in Lukas 15, 15 bis 19. Die Bibel sagt uns, diese Leute, die waren 10. 10, dankbar, 10. Die waren krank. Die waren wirklich krank, ernsthaft. Diese Krankheit, wenn du da warst, du musst ja weit weg sein. Der Leber durfte nicht zu Menschen kommen. Du warst ganz weit. Aber diesen Tag, 10 von diesen Kranken, einer von 10, die wurden gekannt. Die haben gesagt, Jesus, 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 heile uns. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Das war diese Krankheit.
schlimm war, die konnten nicht sich Menschen nähern. Die konnten nicht mal den Menschen nähern. Sie waren weit weg. Jesus. Jesus hat gesagt, geh. Halleluja. Geh zu den Diener Gottes. Halleluja. Jesus. Halleluja. Amen. 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 Als die Leute geweint haben, Jesus gesagt hat, geh zu den Diener Gottes, zeige eure Körper. Das ist diese 10, als sie gingen, unterwegs, Halleluja. Ihre Kranke war geheilt. Amen. Er dachte, dieser Mann, während sie geglaubt haben, der war nicht mal bei Pokamas angekommen, schon war er geheilt. Können wir von Gott gradieren? Halleluja! Amen, amen, amen. Du bist nicht mal bei Pastor angekommen, schon war er geheilt. Aber was sagt Jesus hier? Was war das Traurige? Warum war Jesus traurig? Von diesen 10, 9 haben vergessen, dass Jesus dich geheilt hat. Halleluja. Amen. Sie haben vergessen. Aber es wegen einer Samariter. Ein Samariter. Er kam zurück und sagt: Oh, Gott, danke. Halleluja. Amen. Gott, ich danke dir. Oh, merci pour mich. Gott, ich danke dir. Geschwister. Merci, sehr gut. Danke zu sagen ist sehr wichtig. Gott. Such Menschen, die dankbar sind. Halleluja. Amen. Amen. Mama. Auch Mütter. Auch nur Väter. Wenn du zu deinem Mann Danke sagst. Schau, wenn du deinem Mann die schöne Klamotten kaufst. Halleluja. Amen. Amen. Oh, Vater, der Mann hat das bekommen. Oh, unsere Kinder. Gesagt, Mama, danke. Sag, Mama, danke. Wenn ich so bin, ist es für dich. Wenn ich in der Schule bin, ist es wegen dir. Geschwister, Gott will alles von uns. Er will, wir sollen dankbar sein. Wie Moses an dem Tag. Er sagte, vergiss Gott nicht. Vergiss nicht Gott zu danken. Vergiss nicht Gott zu danken. Warum ist Sonntag da? Halleluja. Amen. Dimanche Sonntag ist der Tag, um Gott zu danken. Gott hat sich die ganze Woche beschützt vom Montag. Dimanche. Und Sonntag ist der Tag, wo wir danken sagen sollen. Gott, ich danke dir. Ganze Woche hast du mich beschützt. Ganze Woche hast du mich bewahrt. Vor alle Gefahren. Amen. Wenn wir weitergehen, Jesaja. Jesaja 17, 10. Halleluja. Amen. Jesaja 17, 10. Bibel hat mir nicht. Was sagt die Bibel in Jesaja 17, 10? Jesaja 17, 10. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Our Bible is telling us so. Yes, I told the Bible. No, we can't have Isaiah. Yes, I am. Tell me about Israel. Kinder Israel. But can you compose an example? You have God forgotten. Now, Lamb on Alle seine Güter. Bible is telling us so. Die Bibel sagt uns. Oh, Bosa, die Banga ja da. Die haben den kostbaren Fels. Oh, die Banga ja da. Der dich beschützt. Tada. Du bist du Bosa an Zambie. Vergiss es, Gott niemals vergessen. Hey, So viele vergessen Gott. So viele vergessen die Güte Gottes.
Jean-Philippe va guest de Guinée et Cortes. C'est un sac de la Bible. Personne ne contient les habits. Alléluia. Unser Problem, unser Gutes, er liebt uns immer noch.
Er beschützt dich immer noch. Er will nicht, dass du zugrunde gehst. Er will nicht, dass du kaputt gehst. Wie können wir diesem Gott danken? Halleluja. Amen. Wir müssen Danke sagen. Er weiß, wir sind satt. Aber er beschützt uns. Er soll Gott loben. Wir sollen nicht Leute, die verignorant sind. Halleluja. Amen. Bibel Amen. Immer noch bis 103. 4, 5. Halleluja. Amen. Amen. Er beschützt mich. Das ist nicht so geschehen. Mit aller Krankheit beschützt er mich. Er ist ein guter Gott. Halleluja. Amen. Er ist wirklich, er verdient den Lob. Er beschützt dich. Er bewahrt dich. Bomb bei Problemen, bei Freude. Er ist bei dir. Er ist mit dir. Wir werden schnell zornig. Wir werden schnell wütend. Aber Gott ist nicht wirklich ein Zorn. Sagt seine Zorn. Es ist ganz klar. Halleluja. Amen. Sein Zorn legt sich schnell ab. Er Schwierigkeit ist er bei dir. Ein Problem ist er bei dir, bei Hungersnot. Das heißt, er beschützt dich, dass du nicht in der Grab gehst. Komm in den Krankenhaus. So viele. Aber Gott, deine Hand ist gerade bei dir. Halleluja. Amen. So viele Flugzeuge, wie wir fahren. Auto, wie wir fahren. Überall könnte was passieren. Aber Gott beschützt uns. Also mein Kind geht in Frieden. Mein Kind kommt in Frieden zurück. Er beschützt dich. Was wir fahren, manchmal nicht in einem Flugzeug sitze, wenn ich im Flugzeug sitze, wenn es startet, mein Herz geht weg, boom, boom. Das heißt wirklich, mein Herz bleibt. Weil wie der Flugzeug startet, geht Himmel. Eines Tages, ich habe mal unten geguckt, während dem Flugzeug. Ich so, oh Gott. Die Häuser wurden so klein, die Häuser, alle wurden ganz klein. Ich so, Gott, beschütze mich. Beschütze dieses Flugzeug, das auch sicher landet. Schon du gehst hier, du lässt alles Wasser, über die Wasser. Und dann, du bist jetzt ganz in Himmel. Wer hält euch? Amen. Wer hält euch gerade? Flugzeug ist noch so. Flieg. Aber Gott beschützt euch gerade, dass ihr auch sicher landet. Können wir Gott applaudieren? Halleluja. Sag Gott danke. Sag Gott, preisen! Es soll gepriesen werden! Er hat dich beschützt! Halleluja! Amen! Um zu Ende? Immer noch bis zum 103? 20 und 22. Halleluja! Bino Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alle Menschen, die Gott lieben, alle Bibel sagen, preist den Herrn. Halleluja. Amen. Angel. Engel. Menschen. Sollen Gott preisen. Warum sollte Gott loben? Wer hat uns beschützt? Er hat uns bewahrt. Die Bibel sagt, wir sollen ihn preisen.
Wir schließen unser Auge. Wir wollen Gott wirklich anpreisen. Halleluja. Halleluja.